Hi Leute, ich wurde indirekt von der lieben Käthe Veganete dazu aufgefordert, 10 Vegan-Fragen zu beantworten. Und da dachte ich mir, mach ich da mal mit. Passend zum Thema habe ich ein tolles T-Shirt an. Geil, was? Okay, los geht's. Die erste Frage, wann und warum wurdest du vegan? Okay, ich musste gerade nochmal nachgucken, weil ich es nicht mehr wusste. Es war am 21.06.2011. Ich war vorher schon lange Vegetarier, so 4 Jahre oder so, und habe dann eines Tages, habe ich im Internet recherchiert und habe entdeckt, dass mein Vegetarismus eigentlich ziemlich kacke ist, und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, vegan zu werden. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich vegan wurde, so einen Monat, weil ich noch Reste hatte und die verwerten wollte halt. Und ja, die Gründe, tierrechtliche Gründe, genau wie beim Vegetarismus auch, da waren es halt eher ethische Gründe, nicht so ganz Tierrechtsgründe, eher so, also das Tierleid auf jeden Fall, aber halt nicht per se Tierrecht. Da waren es noch ökologische Gründe und soziale Gründe, also so zum Beispiel Hunger in der Welt. Genau, und jetzt der Veganismus waren rein oder hauptsächlich tierrechtliche Gründe. Die zweite Frage, was oder wer hat dich dazu inspiriert, vegan zu werden? Das waren einerseits ein paar Freunde von mir, die in Berlin schon lange vegan waren. Und dann im Internet noch zum Beispiel die Blogs von der Pseudoerbse. Das verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung. Dann Vollvegan, Zombie-Katze, Cooking with Ente. Ja, also diverse Blogs oder YouTube-Kanäle. Pseudoerbse hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ansonsten halt noch so kleinere Gründe, wie zum Beispiel, dass Sojamilch mir damals viel besser geschmeckt hat als Kuhmilch. Oder dass es in Berlin so geiles Gulasch irgendwo gab, vegan, aus Seitan. Und ich fand das so geil. Ja, also, da muss ich einfach vegan werden. Dritte Frage, was ist deine Lieblingsdoku zum Thema vegan? Ich habe schon einige gesehen und meine Lieblingsdoku ist die Easy Vegan, heißt die, weil diese Anfangsszene einfach großartig ist. Der Typ ist, der bringt mich immer wieder zum Lachen, und auch sonst, die Doku ist ziemlich cool gemacht und es ist nicht so viel Fokus auf Tierleid, man sieht keine schrecklichen Bilder oder so. Dann fand ich Earthlings noch so die Standard-Doku, sie ist halt ein bisschen alt. Was mich zum Vegetarismus gebracht hat, war die Doku Fleisch frisst Mensch. Die ist schon sehr, sehr alt, von 1988, glaube ich. Und auch fast gar nicht mehr erhältlich, also nur noch über das ARD oder ZDF Medienarchiv. Und diese neue von Marc Pirschel. Ja, die nächste Frage, vierte Frage jetzt, glaube ich schon. Wie sieht deine vegane Ernährung aus? Abwechslungsreich, würde ich sagen. Wenn ich arbeiten gehe, dann gehe ich meistens in der Kantine essen. Da gibt es auch glücklicherweise veganes Essen. Ansonsten sind Restaurants in der Nähe, wo ich auch mal was essen gehe. Wenn es in der Kantine nicht so geiles Essen gibt, wie zum Beispiel Eintöpfe, die mag ich nämlich nicht so gerne. Also zumindest dort. Dann, ich wohne in der WG, das heißt, ich habe das Glück, manchmal bekocht zu werden. Das ist sehr, sehr gut meistens. Nee, meistens immer. Und sehr, sehr abwechslungsreich. Also wirklich auch mal, also verstärkt Fokus auf Gemüse und nicht auf Beilagen wie Fleisch oder also Ersatzprodukte oder Beilagen. Ansonsten esse ich ziemlich viel so Standardkram wie Brot und Aufstriche. Da bin ich bisher noch nicht weggekommen. Also ich ersetze manchmal durch sowas wie Oatmeal morgens mit Äpfeln oder Bananen mit Zimt und sowas. Im Großen und Ganzen ziemlich unterschiedlich. Die fünfte Frage, ist jemand in deiner Familie vegan? Leider nein. Sogar nicht mal vegetarisch, was ich auch sehr schade finde. Aber habe bisher noch nicht irgendjemand dazu motiviert, auch vegetarisch oder vegan zu leben. Frage Nummer 6. Kennst du Veganer im echten Leben?
Ja, einige. So wurde ich ja auch vegan. Und mittlerweile, ich lebe ja in Berlin und da ist es recht einfach, vegan zu leben und deswegen kenne ich da auch ein paar vegane Leute. In meinem Freundeskreis gibt es auch ein paar Veganer, aber verstärkt noch Vegetarier. Frage Nummer 7, was ist dein liebstes veganes Gericht? Das ist ziemlich schwer. Mir schmeckt nämlich so ziemlich alles gut, außer es enthält Rosenkohl, mag ich nämlich gar nicht. Pizza, so die Standardgerichte, Burger esse ich sehr gerne. Ansonsten, ich esse alles gerne. Frage Nummer 8. Wie ist es für dich, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht gewaltfrei ist? Ich würde sagen, wie das wahrscheinlich alle empfinden werden, Kacke. Nicht nur menschenrechtlich gesehen, sondern auch tierrechtlich gesehen. Ich finde Leid total dumm. Also, warum gibt es das? Ja, also ich habe für mich halt entschieden, vegan zu leben, weil ich dieses Leid reduzieren will. Menschenleid kann ich, oder versuche ich auch zu reduzieren, indem ich Fairtrade einkaufe und soziale Projekte unterstütze. Aber ich fokussiere mich eher aufs Tierrechtliche, weil das viel zu selten gemacht wird. Also ja, der Prozentsatz an Veganern ist ja jetzt nicht so groß, während der Prozentsatz an Menschenrechten deutlich größer ist. Genau, aber insgesamt finde ich es natürlich kacke. Also, es muss nicht sein. Frage Nummer 9. Wie gehst du mit Fleischessern um, gerade wenn sie ignorante Bemerkungen machen oder Fragen haben? Also, wenn sie Fragen haben, dann, also die auch normal gestellt werden, also nicht so verhöhnt oder so, dann beantworte ich die ganz normal. Macht ja auch Sinn. Und wenn sie so ignorante Bemerkungen machen, da gehe ich eigentlich gar nicht mehr drauf ein. Also das ist mir zu doof. Es ist auch gerade sehr selten. Dazu lebe ich halt zu sehr in meiner veganen Filterblase. Frage Nummer 10 und damit die letzte Frage. Wer sind deine veganen Lieblings-YouTuber? Das ist erstens mal die Pseudoerbse, durch die ich ja auch vegan wurde, wie ich ja schon in Frage Nummer 2, glaube ich, beantwortet habe. Und die Käthe-Veganete, die ich sogar als erste abonniert hatte. Dazu hat sie sogar ein Video gemacht, was ich sehr lustig fand. Ich glaube, sonst kenne ich eigentlich gar nicht mehr so viele. Ich kenne noch den Christian, wobei ich den jetzt eher nicht mehr so gucke. Also Raw, irgendwas Christian. Ach so, und die Emily von Bite-Size Vegan. Finde ich auch noch sehr, sehr geil. Früher auch noch Vegan Zombie oder sowas. Aber gerade nicht mehr so viel. Mir fällt doch noch einer ein. Der Artgenosse finde ich auch noch sehr cool. Seine Aufklärungsvideos oder seine Videos generell und auch seine Comics finde ich sehr cool. So, dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich packe alle Links in die Videobeschreibung. Auch meinen, also ich habe einen Artikel geschrieben zu meinem Umstieg von Vegetarismus auf Veganismus. Genau, Veganismus. Ja, genau, packe ich alles in die Videobeschreibung und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, macht's gut!